Zum ersten Mal nahmen Freiwillige der Bewegung Austritt aus der Kommunistischen Partei Chinas an der chinesischen Neujahrsparade in Flushing in New York teil. Laut den Freiwilligen des globalen Servicezentrums zum Austritt aus der KPC werde die Welt in diesem Jahr große Veränderungen in China sehen. Hier der Bericht unserer Korrespondentin aus New York. Tuidang, eine Bewegung, die einen Wandel in China bewirken könnte. In Festland-China ist Tuidang oder Verlasse die chinesische kommunistische Partei eine Untergrundbewegung und funktioniert per Mundpropaganda, Telefonanruf und Internet. Hier in New York, wo die Bemühungen offen koordiniert werden, erreicht die Nachricht Millionen Chinesen. Rong Yi, Vorsitzende des Global Quit des CCP Service Center mit Sitz in New York, zieht Parallelen zwischen dem, was heute in China passiert, und dem, was Osteuropa in den späten 1980er Jahren erlebte. Ich denke, gerade jetzt ist für China ein sehr wichtiges Jahr, das Jahr des Drachen. Viele Chinesen wachen auf. Man kann die Petitionen sehen, Kampf mit der Polizei, Kampf mit Leuten der öffentlichen Sicherheit. Und es ist fast überall und passiert jeden Tag in China. Als Teil der chinesischen Neujahrsparade marschierten vergangenen Samstag Tuidang-Unterstützer durch New Yorks Flushing. In China würde solch eine Aktivität höchstwahrscheinlich in einer militärischen Razzia enden. Im Ausland, speziell in den Vereinigten Staaten, gewinnt die Tuidang-Bewegung immer mehr an Stärke. Seit dem letzten Jahr habe ich insgesamt 4000 Austritte oder ein wenig mehr entgegengenommen. Auf verschiedene Weise sagen sich täglich 40.000 bis 50.000 Menschen von der chinesischen kommunistischen Partei los. Bis heute verzeichnet das globale Tuidang Service Center mehr als 110 Millionen Austritte aus der KP Chinas. Viele dieser Chinesen waren während ihrer Schulzeit oder am Arbeitsplatz gezwungen worden, der KPC, den jungen Pionieren oder der kommunistischen Jugendliga beizutreten. Wissen Sie, es ist ein Weg für die chinesische kommunistische Partei, die Gedanken der Menschen zu kontrollieren. Und wenn du ein Parteimitglied bist, musst du dem Parteisekretär, den Parteimitarbeitern, deine Denkweise berichten. Was denkst du bei jeder politischen Entwicklung? Da gibt es so viele politische Entwicklungen in der chinesischen Geschichte. Also spirituell bist du nicht frei, bist verängstigt. Jeder Gedanke von dir wird von der Partei überwacht. You are scared because every of your moments, your thought, is monitored by the party. Doch was die Zukunft für China bereithält, müssen die Chinesen selbst bestimmen. NTD News, New York.